Kirasch, es geht dir gut. Ich dachte schon. Kannst du laufen? Wir sollten den Söldner, Jesper, suchen. Ich habe seine Kapsel hier ganz in der Nähe einschlagen sehen. Da vorne. Oh nein. Puh, er lebt noch. Sieht für mich nach einer Platzwunde und ein paar Brüchen aus. Er muss gegen den Stein geschmettert worden sein. Trotzdem müssen wir ihn zu einem Apothekarius bringen. Hast du die Karte? Hier unten sollte die Teleportmagie wieder funktionieren. Gut, dann war es wenigstens nicht umsonst. Komm, gehen wir. Die Hohen verschlingen also unser Bewusstsein. Na, das nenne ich doch mal zynisch. Auf eine gewisse Art und Weise betrachtet werden Koarek und seine freien Völker also doch Teil der höheren Wesen, die sie so vergöttern. Wir sollten ihnen davon erzählen. Vielleicht ziehen sie dann vor lauter Freude sogar von unseren Toren ab. Spart euch die Witze. Erzmagister Merajil, wie lange braucht ihr, um die Karte zu entziffern? Erzmagister? Ich weiß nicht. Ein paar Tage mindestens. Am besten gleich an, entschuldigt mich. Was ist mit ihm? Jaela war früher seine Mentorin. Aber er wird darüber hinwegkommen. Er muss es. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Prophet. Die Mission war ein Erfolg. Ein Erfolg? Was zum Henker ist nur mit dir passiert? Nichts. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Streitereien. Jaela ist tot, Thealor. Genau wie Jorek. Jorek, verdammt nochmal. Das alles wäre nicht geschehen, wenn wir Koarek diese idiotische Maschine gegeben hätten. Bitte, Thealor, wenn dir irgendetwas an meiner Meinung liegt, dann lass endlich ab von diesem Wahnsinn. Deine Meinung interessiert mich nicht. Jorek war ein Verräter und Jaela starb für eine gute Sache, aber vor allem Letzteres ist wohl etwas, das du nicht nachvollziehen kannst. Und jetzt schweig. Ich habe genug von deinen ewigen Sabotageversuchen. Zurück zum Wesentlichen. Sharim, für wie realistisch haltet ihr Jaelas Vorschlag, durch das Wort der Toten in den Geist eines Hohen zu gelangen? Ich dachte, das Wort der Toten ermöglicht nur das Durchleben der letzten Erinnerung. Naja, die Hohen sind anders als normale Lebewesen. Sie bestehen ja nur aus Gedanken und Gefühlen, zumindest wenn die Theorie der Magistra stimmt. Es ist keine Theorie. Die Zeichnungen in der Sternenstadt waren eindeutig. Ein Hoher entsteht aus dem kollektiven Bewusstsein einer Menschheit. Aus der Läuterung. Ja, eben deswegen könnte es funktionieren. Der Geist eines Hohen wäre eine einzige Erinnerung. Und so können wir ihn vielleicht mit dem Wort der Toten betreten. Wir werden es darauf ankommen lassen. Noch halten die Mauern, aber wir müssen uns beeilen. Sobald die Arkanisten herausgefunden haben, wo die Stadt der Tausend Fluten ist, werden wir hinabsteigen und versuchen, Jaelas Plan in die Tat umzusetzen. Erholt euch bis dahin. Die Lichtmagier sagten, dass der Söldner überleben wird. Und falls ihr noch irgendetwas dort draußen zu erledigen habt, solltet ihr es jetzt tun. In den nächsten Tagen wird sich vieles entscheiden. Wenn nicht alles. Armer Merajil. So habe ich ihn noch nie gesehen. Sahira, Ich fühle mich fast albern, das zu sagen, aber ich würde gern noch etwas Zeit mit dir verbringen, bevor wir diese letzte Mission beginnen. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl bei der Sache. Und ich will nicht, dass unsere letzten gemeinsamen Erinnerungen nur aus diesem Chaos bestehen.
Komm also zum fetten Lioren in die Oberstadt, wenn du Zeit findest, in Ordnung? Und gib auf dich Acht. So, dann wollen wir doch mal sehen. Deshalb danken euch die Schnitter des Siegelsteins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen werde, aber hab Dank. So, so, ist es das? Einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Man erwartet viel. Geht weiter. Naja. Das soll doch mal einer verstehen. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Thank you.
ist das eben. Das ist doch Wahnsinn, Max. Einfach jetzt nur Wahnsinn. Eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Quarek, Arantial, so zwei sein. Namen für dasselbe. Hm? Das macht doch keinen Sinn. Arbeit, Arbeit. Diese Nerimesen sein. Das ist doch einfach nur Wahnsinn. Na, das ist doch mal eine Überraschung. Was gibt's? Die tut, was Verletzungen so tun. Schmerzen. Aber es geht schon wieder, danke. Am meisten macht mir das Rumliegen und Nichtstun zu schaffen. Oh weh, dieser dramatische Tonfall. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen. Diese Stadt hält noch einiges aus. Und ich werde bald wieder auf den Beinen sein und meinen Teil dazu beitragen. Gib einfach Acht auf dich, wo auch immer diese Stadt sein mag, in Ordnung? Und finde diesen Numinos. Sehr. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Hallo? Was? Und so schließt sich der Kreis, auch für die tapferen drei Seelen, die wir heute betrauern.
Sie gaben ihr... ...für eine rechte Sache, für das höhere Gut. Und deshalb werden sie auf den ewigen Pfaden wandeln, gemeinsam mit unserem Herrn, der selbst entschied, uns zu verlassen. Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang, Hüter des ersten Siegels. Und Liam Lichtmann, Novize. Möge der Herr heute eure Seele. Ach, haltet doch einfach den Mund, verdammt! Als würdet ihr das selbst noch glauben! Hüterin, ihr... Malphas ist tot, hört ihr? Tot, abgekratzt, verreckt! Ein toller Gott, der sterben kann, was? Ein großartiger Gott! Schafft sie davon. Ihr versteht... Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Sie werden uns holen, alle! Macht weiter. Aber... Macht weiter! Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang, Hüter des ersten Siegels. Liam Lichtmann, Novize. Möge der Herr heute eure Seelen empfangen und euch die Ewigkeit schenken.